Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas auf uns warten wird. Obwohl wir ja schon drin waren. I don't know. Ich kenne keine Angst. Warte mal, ich muss mal meine Suite ein bisschen aufbessern. Eine Suite? Dünn. Habe ich mittlerweile mal einen neuen? Oh ja. Genau, ich habe immer noch nur den gleichen. Was haben wir denn hier? Luft. Luft brauche ich nicht. Ich habe so viel Luft. Ich kann die Luft mit der ganzen Welt teilen. Ja, gib mir was ab. Dann hab ich gleich den Schaden und die Reichweite deines Chinesen-Moduls. Ja, klar, warum nicht? Nee. Ich habe schon so viel aufgebessert, es ist total schwer, noch was aufzubessern. Ja, mach ich auch noch was kurz. Ja. Gucken, ob ich auch noch. Quick Upgrade, was haben wir da? Ah, gut, hier ist die Bank, oder? Ja, genau. Ich bin nur einen Raum weiter, ist nicht wirklich schwierig. Robo-Hobo. Okay. Na gut, was Heilung angeht, habe ich noch mehr als genug. Ah, 5 mit. Die Bank ist geschlossen. Eins, so. Also. Und hiervon auch 2. Sollte reichen. Ah, the fuck. Mein Suchebot ist wieder da. Yay. Waffen-Upgrade mache ich jetzt nicht. Habe ich jetzt keine Lust zu. So, das war's. Wir sollten jetzt alle Teile haben, die wir brauchen. Gott sei Dank. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen. Ich kann den genau hier positionieren. Ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? Ich. EarthGov gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Okay. Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Ach, jetzt geht doch nicht wieder daran. Und genau das werden wir machen. Ich gehe. Verdammt richtig. Warte. Wir müssen es versuchen. Carver, eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das schon. Auch mal da, ich bin unterwegs. Der wird mir schon hin und her fliegen. Hallo. Hallo. Du kannst dich ruhig drehen. Mensch, ich das. Vor der Tür. Was beleuchtest du mich hier? Was denkst du, was ich bin? Willst kein Licht? Bin ich auch, hä? Hä? Nee, was? Ich bin Lucky Luke. Huch. Ich schieße schneller als dein Schatten. Alle. Hopp. Auf Tunania. Tunania. So, wohin jetzt? Tunania, habe ich doch gerade gesagt. Gehen. Wohin? Zu mir. Ich denke mal wieder. What the fuck? Jetzt müssen wir doch woanders hin. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Auf dem Kopf fliegen ist sowieso viel cooler. Verdammt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Was machst du? Auch so sehen, auf Desktop gegangen. Dünn. Pull the switch. Auch müssen wir das erstmal reinpacken. Scheint. Transfer, okay. Okay, nebenbei bemerkt, das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als wäre sich unser Flugfenster. Gut, ich komme an Bord. Und jetzt? I wanna die. Du willst nicht sterben? I wanna die. Achso, du willst sterben. Ich aber nicht. Was machen wir jetzt? Tja, da du mit mir laufen musst, komme was wolle, hast du wohl keine große andere Wahl. Das ist leider wahr. I'm gonna smack the shit out of you. Ja. Warum treffe ich nicht? Ich stehe genau vor dir. Wieso wird mein Bild... What the fuck? Oh, eine Mitte. Also einen halben Meter vom Bildschirm zurückgehen, gucken was kommt. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren, oder? Unser Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig.
Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeiger auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Oh, wo muss immer ich alles tun? Na, darf ich wieder ein Minispiel spielen? Das hat nicht funktioniert. Na gut, dann so. Auch ist mir wieder das schön unter bekannten Gesichtern. Keine Zombies, die einen abmetzeln wollen. Der Druck steigt an und bleibt stabil. Bereit, wenn du es bist. Das ist wirklich so einfach. Ich habe mit Minispielen gehofft. Tja, wie sage ich dir, dass ich bereit bin? Ach, einfach mal alles antatschen. Berühren. Geschütz online. Du sitzt am Geschütz? Ja, ich sitze am Geschütz. Das ist glatter Selbstmord. Darf ich fliegen oder was? Ich will fliegen. Reißen. Das wird halt. Flugsteuerung. Okay, Leute, mal sehen, ob das Ding fliegen kann. Muss ich fliegen? Treibstoffleitungen offen. Das wäre cool. Sensoren online. Ich sehe Minen in 2000 Metern. Zielcomputer geht online. Okay, Isaac, wir dürfen ran. Und jetzt hier darf ich auch Route. Steuern? Auf Kurs bleiben noch und nicht. Auf alles schießen, was uns in die Quere kommt. Schubdüsen, ein Viertel vor. Ja! Oh, jetzt dann. Hui! Ich darf fliegen! Und du willst schießen! What the fuck? Es kommt direkt auf uns zu! Junge! Ich sehe die Schüsse gar nicht. Ja, ich die muss vom Kurs abweichen, ich bin hier. Sie kommen! Der kommt auf mich! Lexi, can do it! Knall alles ab! What the fuck? Wie soll ich dem ausweichen? Wie soll ich ausweichen? I can do this fucking shit. Holy moly, schnell! Da kommt noch mehr! What the fuck, man? Schnell! Knirr sie ab! Die Verbindung ist unterbrochen. Nein! Nicht wahr? Was? Du hast meine Verbindung unterbrochen. Ja. Mein Gurt ist gelöst worden, deswegen kann ich nicht mehr schießen. Mein Sicherheitsgurt. Wo steht es zumindest hier? Meinst du, dieses Zeichen, als das ein Sicherheitsgurt gelöst ist? Bei mir steht das Zeichen aber auch, coole Sache. Ja. Aber wir landen dennoch. Ob ich noch weiterlenken müsste? Keine Ahnung. Ach, guck mal, was mit deiner Bambusleitung nicht stimmt. Wieso? Bei mir, du haust es doch. Trotzdem du eine Bambusleitung gehabt und deswegen lag's. Ach was. Ja. Wir kommen auch irgendwie nie an. Bei mir steht still. Bei mir auch. Okay. Also Schäfer nochmal? Ja. Discos macht Spaß. Auf jeden Fall. Ich gehe wieder ins Geschütz. Diesmal musst du die Sachen abschießen. Hab ich doch. Das ist glatter Selbstmord. Die Minen werden das Schiff in Stücke reißen. Das wird halten. Okay, Leute, mal sehen, ob das Ding fliegen kann. Treibstoffleitungen offen. Sensoren online. Ich sehe Minen in 2000 Metern. Ich hätte noch einen Weitblick. Okay, Isaac, wir dürfen ran. Jetzt hier optimal. Ich will nicht wie so ein kleiner Hobbit rumfliegen. Alles schießen, was uns in die Quere kommt. Schubdüsen. Ein Viertel vor. Nein, ich hätte doch wäre lustig. Ne? Und ab geht die wilde Fahrt. Ich bin zwar kein Achterbahn-Fan, aber das ist cool. Komm, wir krachen einfach mal gegen den Scheiß. Ah, Kursabweichung. Unsere Wärmesignatur erfasst. Sie kommen. Lex, you can do it! Lex, you can do it! Lululul. Ich wusste schon immer, dass ich der perfekte Raumschiff-Captain wäre. Genau. Das Einzige, was du sagen musst, ist von Lex, you can do it! Du kannst alles abknallen. Also, ja, hey, ich störe ein riesiges Raumschiff, ja? Ja. Das ist auch zu verachten. Ja, das ist zu verachten. Sehr zu verachten. Knall sie alle auf! Ist das denn schwer, das Schießen? Nicht wirklich. Was sollte man ja gelernt haben, wa? Was
10 Sekunden bis zum Eintritt. Ja. 8. Hä? Jetzt schießt du auf einmal? 7. Bleiben Sie auf Kurs, wenn wir im falschen Winkel reinkommen. Okay. Und jetzt wird's lustig. 3, 2, 1. What's happening? Das ist doch völlig unterm Arsch. Ich weiß gar nicht, was passiert. Holy fuck, holy fuck! Oh, ich konnte nicht ausweichen. Who's Captain, ne? Na, sag doch, ich hab keinen Skill. Ah. Schieß die Scheiße weg! Mach ich doch. Fuck, wie soll ich dem aus der Uni? Fast, so close. Die Abdeckungen lösen sich! Rutschen! Na dann. Höhentemperatur ist weit im roten Bereich! Wir kommen zu steil rein. Brauche Kurskorrektur! Unmöglich, wir verpassen unser Fenster! In diesem Winkel werden wir das Fenster nicht schaffen! Okay, ich schicke Ihnen einen neuen Vektor! Ich brauche ein Fenster! Ich brauche einen Vektor! Ah! Ah! What the fuck? Ich hab nur drei Leben! Drei Leben? Okay, move! Schieß ab! Wir fallen auseinander! Wir sind fast durch! Ah! Ah! Mal da durch! Was taugt die Dinger vor? Du musst dich schon abknallen! Mach ich doch! Bist du gar nicht! Wenn's direkt vor mir spawnt, kann ich nicht machen! Ah! Ohne Schubdüsen fallen wir runter wie ein Stein! Können die noch reden? Scheiße! Moment! Ich muss die Tanks neu versiegeln! Ja, super! Hey, und ich dabei übernehmen Sie die Steuerung! Ach, ja klar! Jetzt darf ich auch Steuern so schießen, ne? Ach, Fug! Was machen wir denn hier? Die Maschinen laufen wieder. Dann ist es bestimmt automatisch schießen. Ja. Oh, da hat jemand sich hängen. Isaac, nimm den Helm. Ich navigiere. Oh, das sah lecker aus. Ich hab's auch gesehen, ganz genau. Ja. Ich sehe gar nicht. Ich kann nicht sehen. Na? Wie hoch sind wir? Da ist Blut auf der Anzeige, ich erkenne nichts. Geringfügig deformiert, aber sonst? Bisschen. Oh, Romantik liegt in der Luft. Ja, genau. Oh, ich hab gedacht, es wäre einer, der auf mein Gesicht gehört. Oh, scheint kalt zu sein. Hm. Wir versucht auch mitten im Gebirge zu landen. Ernsthaft. Anfänger.